So, ein herzliches Willkommen zu dem Creator Server Let's Play Folge. Ja, Folge was eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, entweder Folge 1, Staffel 2 oder Folge 101, je nachdem, wie ich Lust drauf habe, das Zeug zu benennen. Ja, keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall, willkommen offiziell zur Folge 101 oder so. So. Was wir tun machen wollen. Ja, sorry, ich kam gerade erst von der Schule und hatte heute Sport und deswegen mein Outfit leider eher so ein bisschen locker. Ja. Ich hoffe, meine Haare gehen mir nicht auf den Sack, sonst schneide ich sie gleich ab. Am besten, bevor sie mir auf den Sack gehen. So. Hoffe mal, das hilft. Wenn nicht, auch egal. So. Mr. Cow ist da. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt mittlerweile endlich mal ein paar Tiere. Oh. Das ist jetzt nicht gut. Ja, jo. Also das hat ja gut funktioniert. Okay, also gibt es doch einige Tiere, die Wasser tatsächlich nicht aushalten. An anderen Tieren geht es aber gut. Mr. Pig, Mrs. Pig, Mr. Sheep und Mrs. Sheep, Mrs. Cow und wo ist Mr.? Da hinten ist Mr. Cow. Ja, Mr. Chicken ist gestorben. Hm. Das ist ja jetzt nicht so fein, die feine Art, ne? Warum ausgerechnet die Hühner? Oder Hühner können auch schwimmen, sind die bescheuert? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Was tun wir da am dümmsten? Jetzt müssen wir uns irgendwo wieder ein Hühnchen herbesorgen. Adam ist gestorben. Jetzt ist nur noch Eva da. Was tun wir denn jetzt? Wie gesagt, nach Tieren suchen ist natürlich blöd, weil gibt's keine. Na gut, wir wissen jetzt ja für die Zukunft. Also das mit dem Teich geht ja wohl nicht. Was mache ich denn gerade? Yay! Yay! Haben nicht gut. Schnauze. So, dann gucken wir mal, was da für ein Chicken kommt. Hoffentlich ein dunkler, wobei. Oh ja, doch, sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Und Mr. Chicken. Sehr schön. Mr. Chicken ist hier.
Mr. Chicken ist natürlich gleich wieder direkt angeschlagen. Kann ich ihn hiermit füttern? Glaube nicht. Nee. Ja, da brauche ich tatsächlich das originale Getreide. Gut, jetzt ist erstmal da. Dann fütter ich die Tiere am besten gleich mal direkt, bis sie glücklich sind. Ja, die lag das hier mit dem Zaun, da muss ich echt mal gucken, wie ich das am dümmsten mache. Ich hätte hier halt schon gerne Gatter drinne, einfach damit wir da nicht immer uns durchbauen müssen. Hm? Ja. Zum anderen wäre es natürlich aber auch schon schön, da dann. Wie würde das aussehen, wenn wir da einfach eine Tür reinklatschen? So, eine Doppeltür nach links und rechts. Die Türen, die sehen halt so ein bisschen so mittelmäßig aus. Vor allem, warte mal kurz, haben die jetzt Glas? Welche Tür haben wir denn gebaut? Da hat die ja auch Glas? Weil, haben wir hier eine normale Tür gebaut oder haben wir hier... Ach ne, okay, das ist hier eine normale Tür. Okay, dann hat die also tatsächlich kein Glas. Sehr schön. Irgendwas, was zum Stall passt. Vielleicht doch hier sowas aus Stahl? Na gut. Weißt du was? Leck mich. So, probieren wir einfach mal, wie es aussieht. Wenn wir jetzt sagen, okay, hier geht der Weg lang. Das heißt, ja, die kommen jetzt natürlich direkt zu mir. Och Leute, verpisst euch mal. Genau, geh weiter. Kann sein, dass der jetzt direkt zu mir geht? Diese Viecher, Alter. Und weggelockt kriege ich den nicht. Ja gut, der Schwein will ich weggelockt bekommen. Aber die Kuh halt nicht. Hier ist. So, die Kuh jetzt. Wie mache ich, was mache ich mit der? Die ist halt wirklich genau da, wo wir jetzt die Tür hinbauen wollten. Eine Schlampe. Boah, Mädel. Guck mal, ich baue jetzt hier ab. Hallo, guck mal, ich baue jetzt hier ab. Hey, ich baue hier ab. Guck mal. Huhu. Hallo. Dumme Kuh. Ey. Jetzt fahre ich hier mit dem Milch einfach. Ist mir scheißegal. Hallo, was ist hier los? Blöde Takt. Milch. Eimer. Ah, da. Guck mal her, die blöde Kuh. Bam. Oh. Kann man die trinken? Ah, man kann die tatsächlich trinken. Schade, den Eimer kann man nicht trinken. Kuh ist bereits gemolken. Deine Mutter ist gemolken. Jetzt verpiss dich mal da. Oh, ich werde jetzt hier gleich aggressiv. Dann muss ich mir tatsächlich erstmal so eine Scheiße holen hier. Ach, meine Güte. Warum sind Tiere immer so nervend? Die machen immer genau das, was sie nicht sollen. Steht die halt die ganze Zeit rum? Ja, guck mal hier, Futter. Ach, jetzt geht sie weg. Jetzt kommt das Schwein wieder. Willst mich verarschen? Egal, vielleicht bleibt er weg. So. Du kommst nach da. Bam. Das sieht halt jetzt schon scheiße aus. Macht nichts.
das wird halt hardcore dämlich aussehen. Ich hatte es halt jetzt so hier vor, aber das sieht doch ultra dumm aus. Ganz ehrlich. Nee, sieht doch scheiße aus. Und wenn ich die da oben weglasse, dann sieht es noch beknackter aus. Na, sieht das noch beknackter aus. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ah, schau mal hier, blöd Schaf. Hab Nahrung. Kommst du jetzt mal her oder was? Schau mal. Hab lecker Stuff dabei. Ja, komm her. Wenn ihr brav herkommt, kriegst du doch was. Brav gemacht, Mistvieh. So. Ja, dann mach ich das doch wieder weg. Das sieht denn doch scheiße aus. Muss ich jetzt erstmal tatsächlich machen mit diesen Gattern. Dann, ja. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als jetzt zwei übereinander zu packen. Warum man das aussieht. Also, ich brauche erstmal Gatter. Gatter geht so. Brauche ich vier Stück davon. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Ich habe gerade schon welche gemacht und jetzt. Egal. Warum ist Mr. Q da hinten? Och Leute, ihr seid doch gaga. Das klappt ja so gar nicht. Wo ist denn die Alte jetzt rübergelaufen? So, jetzt kann man hier durchlaufen. Ich hoffe mal, es funktioniert. So, sag mal, du dumme Kuh, wo bist du jetzt rübergelaufen? Ist irgendwas gewachsen, wo die rüberlaufen konnte? Ne, eigentlich nicht. Müsste alles voll hoch sein. Ey Mädel, was ist los mit dir? Habe ich Lotto dabei? Nee. Oh, das wird ja hier. Oh, scheiße aus. Egal. Besser als die Holztür. So. Dann holen wir mal. Die kannst rein, du kannst rein. Okay. Holen wir mal das Lasso. Was? Lol, man kann auch daneben treffen, ey. Ist ja süß. Oh, was ist denn mit dir? Wo kam die jetzt rüber? Eigentlich sollte es ja eigentlich immer zwei hoch sein. Die kann ja also nirgends vorüber. Dass hier an den Blättern liegt? Oh, so ihren ist on. Ist eigentlich gar nichts. Scheiße, halt also, das mit dem Zaun hat gar nichts gebracht, weil die Tropfen rüber können. Wollt ihr mich verarschen? Ich nehme mal die Blätter hier weg. Ich vermute einfach mal, es hat irgendwas mit den Blättern hier zu tun. Ich hoffe es. Denn wenn nicht, hätte ich auf kurz oder lang ein Problem. Habe ich jetzt noch ein paar Saatgut? Nein. Na gut, wir lassen die Tiere erstmal hier. So, was ich eigentlich vorhatte, ist, ich würde gerne anfangen, einen Berg zu bauen. Einen Berg zu bauen, klar. Nein, da, ne, unseren Mineingang zu bauen. Da so, oder, ne, hier, da so. Und in dem Zuge dessen fiel mir aber ein, wir könnten eigentlich auch noch, weil das da so schön hoch ist, da oben, da, könnten wir jetzt so eine wunderbare Aussichtsplattform reinbauen. Weil dieser Berg kommt da so extrem weit vor. Der bietet sich also absolut dafür an. Dann müssten wir aber gucken. Boah, Alter. Klar. Müssen wir mal gucken, wo wir das Ding am günstigsten. Also den Zugang hinbauen. Genau. Ich brauche also erstmal ein paar leere Taschen hier.
Ja. Unser verstorbenes Hähnchen. Ach ja. Das Lasso lassen wir mal da. Hat er gut funktioniert? So. Du kannst da auch rein, du kannst da auch rein, du kannst da auch rein, du kannst da auch rein. Weißt du was? Ich fülle die mal wieder auf. Mit ein bisschen Wasser. Warum fehlt hier eigentlich einmal so ein Zeug? Das geht ja mal gar nicht. Willst du noch einen? Nö. Okay. Jetzt wirkt hier auf einmal so kahl. Na, vielleicht bauen wir hier noch später was hin, so kleine Scheune oder sowas. Mal gucken. Sind wir offen. So, das heißt, Spitzhacke haben wir. Oh, ja, haben wir zwar dabei, aber es ist ganz schön lidiert. Spitzhacke haben wir hier keine mehr. Wie sieht's? Nö. Gut, wie viel Rainbow Ohr haben wir noch ein bisschen was? Dann schmelze ich die drei auch mal ein. Und dann bauen wir uns daraus mal eine wunderschöne Spitzhacke. Die Frage ist, wie bauen wir uns das Ding da oben aus? Möglichkeit 1, wir machen da, also soll, ne, so dass man halt so den drei Seiten, also nach vorne, nach rechts und nach links Ausschau, rausgucken kann. Das heißt, da wäre eine Glaswand schon praktisch. Ich nehme also mal auf jeden Fall mal ein bisschen Glas mit, egal was wir da jetzt genau aus Glas reinbauen. Irgendwas aus Glas werden wir da garantiert bauen. Dann als allgemeinen Rohstoff nehme ich auch mal ein bisschen Holz mit. Und ansonsten brauchen wir eigentlich bloß eine Axt. Alles andere. Jo, eigentlich. So, ich packe mal zuallererst das Zeug da rein, das Zeug da rein, das Zeug da rein, das Zeug da rein. Genau. No. Gut, wir kommen eher am Lager vorbei, kann ich das ja gleich mitnehmen. So, ansonsten mehr brauchen. Ach, wir haben hier noch eine Nemesis-Spitzhacke. Schau mal, einer guckt. So, machen wir die beide erstmal kaputt. Und wenn die dann irgendwann kaputt sind, haben wir noch eine wunderschöne Spitzhacke. Aus Rainbow Ore. Yay. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal los. So, sind wir schon wieder auf die Tierlappen gekommen? Scheiß Tiere, ey. Drecksviecher. Ach ja. So. Wisst ihr, wir könnten eigentlich da vorne diese freie Fläche hier von diesen Sträuchern packen. Wie viele Saplings haben wir denn da? Bäh. Da, auf 35, gut. Das sollte für ein bisschen Action reichen. So, dann machen wir mal dich weg. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und das sollte noch erstmal reichen. So, dann lasse ich hier ein Feld. Also das Feld zwischen lasse ich frei, damit ich auch lang laufen kann. Das heißt, das wäre dann das nächste da. Dann müssen also die hier weg. Richtig, richtig. Perfekt. So, das kann ich gleich mal hier unserem Hühnchen geben. Wo haben wir das ist? Da hinten. Sehr schön. Schick mir voller Gesundheit. Yay.
Bitteschön. Weg, 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 weg. Und weg. Und weg, und weg. Ah, du dich nicht. So, dann geht's auf los. Wir haben sogar ein bisschen Cleanstone dabei, fällt mir gerade auf. Wäre auch ganz gut, da können wir, ne, falls wir uns ein bisschen verbuddeln. Ne? Siehst du, wir müssen ja eh noch ein paar Löcher schließen da in dem Dingsmuster. Fällt mir mal so ein. Weil wir das mal machen, ist eine gute Frage. So. Sehr schön, arbeitet. So, die Frage ist, auf welcher Höhe bauen wir. Oh Gott, ist das hoch. Ja gut. Hallo? Was war das gerade? Hier schon wieder diese Tunnelfehler. Also die Rendering Engine müssen sie echt nochmal überarbeiten. Weil die Frage ist halt, liegt das jetzt an mein Test oder auch an Irrlicht? Oder an beidem? Wie hoch kommen wir hier raus? Wir kommen hier. Kann ich doch mal langlaufen oder so? Ach, Manu. Wir kommen hier noch relativ niedrig raus. Das heißt, es würde letztendlich niemandem schaden. Ah, genau. Also hier ist Stein und rauskommt tun wir aber viel niedriger. Das heißt, ich könnte direkt auf der Höhe bleiben, wie wir rauskommen. Wo kommen wir beide überhaupt raus? Ach da. Ja, genau. Gut. Das heißt, genau auf der Höhe, wie wir hier rauskommen, gehen wir dann quasi hier auch rein. Dann müssten wir dann gucken, wie weit wir genau reingehen. Habe ich zufällig? Ja. Perfekt. Dann stecke ich das Ding mal oben ab. Das war nicht die ganze Zeit im Kreis, danke dafür. So. Jetzt haben wir schon wieder ganz schön ausgelastet, kann das sein? So, okay, hier vorne, genau, hier ist das Ding. Genau. Das heißt, hier ungefähr die Mitte machen wir mal ungefähr. Alter, hier runterfallen. Hier die Mitte. Wie geht's hier? Da geht's relativ steil ab. Ich sag mal, wir versuchen mal hier so rauszukommen. So. Das heißt. Haben wir ungefähr einen Punkt, wo wir hin wollen, ne? Und ja, können denn dann, wo sind die ganzen Bären hin? Ich hätte doch die Bären mitgenommen. Hallo? Oh Gott, da fängt er wieder gut an. So, die Frage ist jetzt, gehen wir jetzt hier rein? Ich würde halt so ein bisschen hier ein bisschen reingehen, dann parallel zu dem Weg verlaufen, aber halt auf der Ebene bleiben. Aber parallel zu dem Weg hier, solange bis wir halt an dem Punkt vorbeikommen und dann halt 90 Grad, ne? Die Frage ist halt, ob wir den Weg halt hier beginnen oder ob wir sagen, okay, wir machen den Weg hier, gehen wir hier ein bisschen weiter und gehen dann halt rein. Es wäre halt beides eine Option, aber ich würde mal sagen, dadurch, dass es hier so eingekläfft ist, können wir es auch direkt hier machen. So, oh, die Steine nehme ich jetzt nicht mit. Apropos, da kann ich gleich hier die Dinger reinklatschen. Also, da. Sehr schön. Würde aber gerne hier so als kleine, ne? Dass man hier so reinlaufen kann. Und dann haben wir hier den wunderschönen Abzweig. Oder machen wir den Gang 3 hoch?
Weil soll ja hier kein Hauptweg werden, ist ja einfach nur so ein kleines Ding, aber doch so ist es. So sieht das besser aus, wenn wir das so klein lassen. Okay. Dann machen wir das auch so. So, wo sind wir denn? 3150. Was ist jetzt was? Okay. Jetzt haben wir 34, das heißt, wir müssen in die Richtung um ungefähr 30. Ich habe auch keine Fackeln mitgenommen, kann das sein? Also das kann das sein, ist jetzt eine rhetorische Frage, ich weiß, dass das so ist. Nur ein bisschen blöd gelaufen. Okay, wir müssen eh nochmal nach Hause, weil wir sind nämlich auch gleich verhungern. Holy shit, hoffentlich schaffen wir das. Und ja, in solchen Situationen teleportiere ich mich nicht. Ja. Sondern wir müssen realistisch überleben. Oh, sieht gut aus. Wir verlieren auch kaum Nahrung, ne, ist ja. Das, wo man halt am meisten verliert, ist, wenn man halt Sachen abbaut. Beim Aufbauen, also beim Platzieren, weiß ich jetzt nicht, wie es da steht. Ich könnte jetzt eigentlich auch so ein Ding nach oben bauen. Wobei, lohnt sich nicht. Das ist besser. Ach so, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Unsere Dings da bei uns da haben wir da platziert, ne? Nicht da. Ja doch, genau, da ist diese harte Kante, da wo wir runtergeguckt haben. Genau, okay. Weil eben hier vorne will ich ja den Eingang zur Höhle bauen und die Höhle soll halt nicht genau da sein unter unserem Aussichtsplateau oder wie auch immer man es nennt. Keine Ahnung. Hier kommen wir mal schnell nach Hause, beziehungsweise ich mache auch mal eine Aufnahmepause. Ich bin halt schon spät wieder. Ja. Da haben wir Zuckersand. Sehr schön. Mr. Pig. Mit der Pickaxe im Arsch. Hier schön. Dann würde ich mal sagen, diese Folge geht's weiter. Bis dahin.